Hey Friends, ich bin wieder zurück. Und wenn man dumm kommt, dann schupfe ich von der Brücke. Ja, ich hab's gecheckt. Der Cash hat eine neue Geschichte in den Arsch. In den Startlöcher. Und es brennt mir mächtig unter den Klüppli und jetzt verzapfen. Haspeli, gib dir Bestellung auf die Scheiß. So bitte. Oh, meine Güte. Ja, ich komme grad. Immer so ein Kogel Stress in der Gastrobranche. Also, das heutige Stück heisst der Cash und die Aktion Rotkäppli. Und bei dieser Geschichte machen mit. Mein Onkel... Kasperli! Oh, Kugelblech. Seht ihr, da kommt er schon. Ah, Kasperli, da bist du ja. Schau, ich finde es ja wirklich lässig, dass du mir da im Restaurant hilfst. Seit du da arbeitest, haben wir viel mehr Kunden als sonst. Aber seien wir mal ehrlich, die grösste Arbeitsmoral hast du wirklich nicht. In der Gastro brauchst du Eier. Da musst du wirklich anpacken, Kasperli. Oh, hör mir auf mit anpacken, du. Vom Schnitzelfrittier habe ich schon richtig Platern an den Füßen im Fall. Jetzt klüttere ich mir gleich zuerst mal eine Ziege hinterher. Stopp, also so einfach kommst du mir nicht davon. Nur wo geschnetzelt wird, kommt auch eine richtig gute Rösti auf den Tisch. Oh, du verbrennst Kürbisküchli. Ich sorge da für dreifachen Umsatz und du lässt mich nicht einmal ordentlich schloten. Nein, du. Schluss aus Ende Pasta. Weg mit dieser Ziege oder kannst du deinen Lohn gerade selber kücheln? Oh. Der könnte also auch mal eine Kräuterlunte vertragen, du. Was hustest du da vor dich an? Wenn du ein Problem hast, sagst du mir geradeaus an Grind. Bei uns in der Gastrobranche brauchst du Eier. Ich habe nur gesagt, ich freue mich aufs Teller rumtragen. So gefällt mir, Kasperli. Genau das meine ich mit Eier. Also, Ziege weg und ab an die Arbeit. Oh, du knuspriges Gurkenscheibli. Das ist jetzt also der Dank dafür, dass ich ihm das so viele Leute in die Bude bringe. Schaffen geht mir also im Moment sünftig gegen den Zinken. So, welcher Tisch hat er gesagt? Ah, da winken sie ja schon die Scheissfeigen durch. Gutes Tägli miteinander. Kann ich Ihnen schon etwas bringen? Oder tun Sie noch mit der Karte ringen? Bruder, habt ihr Shisha mit Apfelminze? Wasserpfeife kann ich euch nicht bieten. Aber ein guter Klöpfmost wäre der Tagestrink. Spass, Bruder. Ich hab Hunger. Für mich Tagesmini, Bruder. Moin, Meister. Gib mir mal was mit Krabben da. Bei uns im Büsisee haben wir leider keine Krebsviecher. Dafür gute Fischstäbli. Notiere so, hm? Next. Ich weiß nicht so richtig. Sag du, Schatzi. Bruder, gib mir einfach ohne Knoblauch, du Waschbruder. Wegen Knutschen, weißt du. Du bist doof. Ich nehm gern die Suppe. Mit oder ohne Bauchstäbli? Super, habe ich notiert. Darf es noch etwas sein? Bruder, kommst du mit deinem Mord zu mir? Ich hab ne Frage. Oh. Bruder, sei ehrlich, verarsch mich nicht. Bist du der Kasper? Ja, aber schon sicher schon. Du siehst ja meine rote Zipfelkappe, oder? Bruder, ich sag dir ehrlich, die Leute, sie reden. Man sagt, du kannst was besorgen, Bruder. Du weißt schon, ja, so Blumenstrauß und so, Alter. Aha, Blumenstrauß. Zu dieser Sorte gehört ihr, hä? Dreimal Standardportionli? Na sicher, du. Ich geh mal in die Küche und schau, was ich machen lassen tun kann. Ihre Bruder? Rübelschiller, Lücki. Weniger singen, mehr schnäfeln, gell? Bestellung für dich, Scheiss. Seh da. Oh, Kespi. Bis vor ein paar Wochen konnte ich noch faulenzen den ganzen Tag. Seit du da bist, haben wir viel zu viel Kunden, haben wir. Ich mag nicht mehr. Kannst du mir meinen Hexenbuckel runterjuckeln, oder würde? Komm, ab an Herd. Fischstäbli brutzelt sich nämlich nicht von allein. Oh je, meine. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Auf welche Stufe muss ich jetzt Fritteuse vorheizen, muss ich? Ich mag wirklich nicht mehr. Nur wo geröstet wird, gibt's auch einen guten Tisch auf das Geschnetzelte. Und jetzt ab die Post. Du könntest mir eigentlich auch helfen, eigentlich. Es ist so viel los im Moment. Nur mit Applaus ist der Gastrobranche auch nicht geholfen. Lecco mio, endlich ist die Pfeife weg. Also, dann tue ich da mal den Backofen auf die Seite schieben. Eins, zwei, und drei. So, da komme ich ja gerade ins Schwitzen. Jetzt nehme ich da meine Kiste für. So, seht da. 3x3,5 Gramm. Et voilà. Jetzt muss ich nur noch die Box versorgen. Hey, Spiel, was machst du da am Boden? Aua, Rüebli-Schäler-Lücki. Jetzt
bin ich richtig verklüpft wegen dir. Merci, du. Wieso sitzt du vor unserem alten Bachofen? Den brauchen wir doch schon lange nicht mehr, Ja, schon recht, Lüki. Nur so ein kleiner Spass von mir. Also komm, ich muss jetzt wirklich durch zu den Fritteusen. Aber sag mal, was ist denn das für Gewürz in dieser Kiste? Ui, nein, ist das Gras? Haben wir Drogen im Haus? Hilfe, Fyrio! Heb den Scheichen zu, bevor du mir noch am Boden kackst. Musst doch nicht so laut rumbägen. Ja, aber weiss das denn dein Onkel? Sicher nicht. Und das sollte Gott Friedli auch so bleiben. Wenn der Onkel herausfindet, dass wir nur so viele Kunden im Restaurant haben, will ich da... Jungs, wo bleiben Bestellungen? Oh, Lücki, hilf mir schnell, den Backofen zurückzuschieben. Und wenn dem Onkel Kriegi ein Mucks verrat ist, dann schlitze ich dich auf von Kopf bis Fuß und mache ein feines Schnitzel Gorgonzola aus dir. Oh ja, ist gut. Ich sage nichts, Hagi. Sind ihr am Schöckeln, Buben? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Jetzt hängen ihr da auf dem Backofen rum wie zwei Säcke Herdöpfel. Hey, da aussen herrscht Krieg. Wir suchen das Fritteusensieb. Hey, die Leute rennen uns die Bude ein, Kasperli. Und die Polizei steht auch schon wieder in der Hütte. Jetzt ist also wirklich nicht mehr der Moment, um das Fritteusensieb zu suchen, ehrlich. Also jetzt braucht es Eier. Ich kann ja wählen, aber der Kasper ist mir im Weg. Was machen denn Bullenschweine da? Ein mehr Respekt vor der Behörde, Kasperli. Die machen einen wichtigen und guten Job. Aber du hast natürlich recht. Es kann nicht sein, dass die da dauernd bei mir im Restaurant vorbeischauen. Ich bin ein gestandener Mann mit zwei gesunden Eiern. Entschuldigung. Ich mache mal weiter mit den Bestellungen. Muss da schnell die Schublade, muss ich. Sorry. Also, dann sind sie nur wieder weg der Drogen da und wollen gar nichts schnabulieren. Genau so ist es, Kasperli. Nur weil seit ein paar Wochen da die halbe Stadt bekifft ist, muss man doch nicht in jedem Laden und in jedem Loch alles kontrollieren. Ich bin der Letzte, der Drogen verkauft. Ich bin doch kein verdammter Junkie. Ja, wo du recht hast, gell? Excuse me, ganz kurz, wenn ich störe, aber... Bestellung für den Scheiß wäre parat, wäre Eierlücki, Ehrenwort! Sag klar, was Sache ist! Also Lücki, her mit, pronto! So, meine Lieben, da habt ihr eures Menü. Einmal Tagesmenü, einmal Fischstäbli und einmal Suppe. Hein? Danke, Bruder. Danke, Meister. Dankeschön. Und wenn ihr unter den Teller schaut, dann findet ihr... ja, halt das zum Geniessen, gell? Aber nicht auffällig. Die Bullenschweine sind ja hier irgendwo. Dort drüben sind sie, Bruder. Am Tisch mit dem Opa und der Puppe, Alter. Oh ja, da gehe ich doch gerade mal schauen, dass die hurtig wieder weg sind. Finger ab, der Erste! Tut mir leid. Aber wir haben Durchsuchungsbefehl. Wir dürfen jedem und natürlich auch jeder. Dürfen wir unter die Kappe schauen. Also komm, Caroline, lass den Mann machen. Ja, schau da, der Wachmeister Eiertätschi. So lönt sie doch unsere Stammgäste, den Kilby und Caroline, in Ruhe schnabulieren. Ah, oh, Kasper. Heute ist wirklich ganz schlecht für so dumme Gespässli. Du weißt ganz genau, dass ich der Wachmeister Eiterschnabbi bin. So, lass mich jetzt machen. Ich muss Ihnen jetzt wirklich mal unter die Kappe schauen. Gnädiges Fräulein Püppi. Caroline heisst im Fall. Oh, du grämige Schwedentorte. Warum müssen Sie jetzt deren unter die Haube schauen? Du weißt, seit zwei Wochen sind wir doch dieser Drogenbande auf der Spur. Mittlerweile steht aber ganz klar fest, dass es sich nur um eine Person handelt. Ja, dann könnte es ja jeder gewesen sein. Nein, nein. Der Drogenverkäufer hat eben auch eine rote Zipfelmütze an. Darum muss ich die leider nachher auch noch kontrollieren, Kasper. Eine rote Kappe ist mir jetzt aber ein bisschen gar spezifisch für eine Insider-Information. Das kann doch nicht stimmen. Mal. Aber mehr kann ich auch nicht verraten. Ausser, dass die Person ungefähr 1,80 Meter gross ist. Ja, wahr. Wieso kontrollieren Sie denn mich? Ich bin nur 70 cm gross. Es spielt jetzt wirklich gar keine Rolle, wie gross Sie sind, Fräulein Püppi. Aber wirklich niente. Es geht da um einen ganzen heiklen Drogenfall. Also, komm, Caroline. Lass den Mann machen.
Ja, meinetwegen. Unterdessen kannst du mir doch noch erzählen, was wir heute Morgen geschaut haben, Caroline. Ein Porno! Aber Caroline, wir haben doch kein Porno geschaut. Aber blütlich haben sie. So, ich düse zurück in die Küche. Die Arbeit wird ja nicht weniger, gell? Und sie bleiben mir sauber, Herr Wachmeister Scheitelklebi. Ich heisse nicht Scheitelklebi, Kasper. Heute vertrage ich so weit wirklich nicht. Ganz einen heiklen Fall an. Oh. Jetzt habe ich aber einen zünftigen Bockenmarsch. Der Wachmeister könnte mir noch einen bösen Strich durch die Rechnung machen. Wo bist du so lange geblieben? Ich habe schon wieder ganz viele Bestellungen parat, habe ich. Oh, merci du. Heute ist aber auch alles zu unteropsi. Du, Kespe, bevor du gehst, du verkaufst ja Drogen, oder? Soll dir auch etwas vertiefen, oder was? Nein, du. Aber ich habe gerade mit einem guten Freund gesimselt, habe ich. Ein kolumbianischer Kollege aus dem Südtirol. Der hat heute Abend eine riesige Felder geplant und braucht noch ein bisschen, du weißt schon was. Was? Weiber? Nein, ich weiss, was du meinst. Wie viel braucht er? 4 Kilo. Was? So viel? Ja, das ist aber alles, was ich noch habe. Dann muss er aber mit 3 Mal vorbeikommen. Ja, das ist ein kleines Problem, oder? Es gehen eben Gerüchte rum, dass die Polizei es auf das Rest hier abgesehen hat. Darum müsste ich ihm zum Grümpiplatz hinter dem Schulhaus bringen, müsste ich. Hat's dir ins Hirn gefurzt? Kannst du mir am Füdli blasen im Fall? Ich bin ja nicht bei euch. Du, die zahlt 50'000 Franken bar auf die Hand, zahlt's. Und mir musst fürs Vermitteln nur die Hälfte abgeben. Ein vertröchterter Berliner gibt er. Die Bullen suchen doch noch jemanden mit einer roten Zipfelkappe. Die strählen mich 100%, wenn sie mich mit so einer Ladung um einen Anschienke sehen. Dann ziehen sie doch einfach ab, ziehen sie. Du spinnst? Der Kespe ohne Zipfelkappe, das ist ja wie Weihnachten ohne Ostereier. Aha. Das ist wie Sex mit Kondom. Aha. Das ist wie ein Fegi-Menü ohne Fleisch. Aha. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden, Hannes. Wenn du deine Kappe nicht abziehen willst, was willst du dann machen? Sollen da andere eine anlegen, oder was? Oh, schwätz kein Hafenkäse, du dummer Rätschbäse, du. Oh, warte mal. Da verheizt es mir ja gerade den Zinken. Das ist ja schon ein paar gute Ideen. Wie meinst du jetzt das? Oh, Bub, hat es dir vom vielen Rüebli-Schellen das Oberstübli verschnetzelt? Jetzt stell dir doch einmal vor. Hunderte Leute auf der Strasse und alle haben eine rote Zipfelkappe an. Und zwitz drin ich mit einem Rucki voll Grünzeug. Da wird mich doch aus Pardon niemand anhalten. Aber wie willst du jetzt alle dazu bringen, eine rote Kappe anzulegen? Und wo kommen so viele Leute her? Lücki, wenn du noch einmal so eine querblöde Frage rausjättest, dann boxt dir den Schnudder aus der Nase, dass die Killenglocken in China gehörschellen. Unsere Kompagnons aus der Schule sind doch ständig auf irgendeiner Demo. Wie wär's denn, wenn wir einfach so eine auf die Beine stellen? Wir brauchen einfach einen guten Aufhänger. Ui, ich habe eine super Idee, Hanni. Ja, das glaubst du ja selber nicht. Aber verzapfe mal. Wir haben gestern im Geschichtsunti über die französische Revolution geredet haben. Das interessiert mich jetzt schon nicht mehr. Mal, lass doch zu. Die haben damals auch rote Kappen angehabt. Als Symbol gegen die Monarchie und für soziale Gerechtigkeit. Das klingt ja noch gut. Das könnte man doch voll auf unseren Polizeistaat ummünzen. Dass die alle kontrollieren, nur wegen ein bisschen Drogen oder so. Jetzt müssen wir nur noch die Leute zusammenbringen. Ich jage gerade schnell ein WhatsApp raus an all meine Demo-Freunde. Und die sollen das gerade weiterleiten. Also, Demo heute Nami. Grimpi-Platz hinter dem Schulhaus. Eine rote Zipfelkappe. Und noch irgendetwas von wegen Sozialrecht. So, und geschickt. Leck, habe ich gute Ideen. Also, eigentlich habe ich, ja... So, dann gang ich jetzt noch eins schlafen. Aber Bestellungen, Kerspe! Ugh.
das habe ich jetzt gebraucht. Mein Nattel glüht das also auch schon wegen dem Demo-Gesindel. Ach, und jetzt ein gutes Stück Zuckerkirschstaub. Kasperli? Was machst du denn du da? Ich bin am Drogen verkrämeln. Willst du ein bisschen, Kasper? Von ihrem abgeschlabberten Küchli wollte ich also nicht. Oh, Polizei von Kasper. Komm! Das ist nichts für den ich. Zarte Kinder. Was wollen's? Darf dir nicht sagen, Kasper. Ganz eine unangenehme Sache. Es bahnt sich eben wieder mal so eine Demo an. Die muss ich sofort unter Kontrolle bringen, solange es noch geht. Ich bin ja schon froh, dass wir sie im Städtli haben. Schau, ich habe ja nicht per se etwas gegen Demos. Weisst du, dort wo die Frauen auf die Straße gegangen sind, wegen der Gleichberechtigung. Ja, das hat mir gefallen. Das hat mir Eindruck gemacht. Weisst du, die Weiber-Demo. Ja, ist gut. Ja, ich komme schon. Kasper, das klingt nach einer ganz üblen Sache. Ich wäre froh, wenn du mir helfen würdest. Aber gern, Herr Wachmeister Streifenschnecki. Ich muss aber zuerst noch schnell in die Küche meine Sachen holen und nachher fräse ich wieder Blitz mit dem Drahtesel hinten rein. Also, erstens, mein Name ist nicht... ist ja jetzt wurscht. Ich bin froh, habe ich dich. Du bist einer der Guten in dieser Stadt. Also, ich muss. Auf Wiedergüchs! So, jetzt aber hurti zurück in die Küche. Ich weiss wirklich nicht, wo er ist wo. Also das kann es ja wirklich nicht sein, Rübli Schellenlücki. Ehrlich nicht. Ah, Kasperli, da bist du endlich. Aus dem Weg, ich habe keine Zeit. Ich muss nur schnell die Sachen hier aus der Kiste in meine Sporttasche tun. So, Dali. Und, ist die schwer. Hey. Jetzt gehe ich ausliefern. Kasperli, wo sind deine Eier? Du kannst doch nicht mit in der Schicht abhauen. Und überhaupt, wir liefern doch nicht einmal aus. So, komm, vamonos jetzt. Dein Gegschneider geht mich wirklich im Füchten an. Spinnst du eigentlich? Also so musst du gar nicht mehr kommen, Kasperli. So sicher nicht. Ja, komm, Tschüssikowski. Röbi Schellerlücki. Jetzt brauchst du Eier für zwei. So, wo ist der Göppel? Ah, da. Und drauf. Zum Glück habe ich es nicht weit. So, noch einmal um den Ecke. Oh, ich höre es schon. Aber mit dem CO2, auf mit dem Klimaziel. Wann wollen wir? Jetzt, oder? Meinen Sie auch? Du, mich Ruhe! Es geht doch heute nicht ums Klima! Aha! Von was haben wir es denn? Polizeistaat oder so. Oh ja, finde ich auch nicht gut. Aber mit der Polizei auf mit dem sozialgerechten Gesetz. Ui, wie komme ich jetzt mit dem Göppel durch das Gestunk durch? Pardon, ich muss da schnell durch. Excuse me, hallo. Entschuldigung, hallo Marco. Entschuldigung, ganz schnell. Ja, jetzt bin ich. Pardon, kann ich ganz schnell. Messi. Hey, Kespe, heute ist doch nicht Velo-Demo. Ja, schon recht, Flavio. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für diese Matente. Wie finde ich jetzt in diesem Säuhaufen meinen Kunden? Ich weiss ja nicht einmal, wie der Glöckli-Böck aussieht. Du Flavio, gibst mir auch schnell das Megafon. Eine Ansprache vom Kespe. Ja, sicher, da. So, ich habe noch schnell etwas in eigener Regie. Ich habe da eine ganz grosse Bestellung Gemüse vom Restaurant Mölli dabei. Und ich warte da damit vor dem WC-Häusli. Ja? Du, Kespe, das ist jetzt aber wirklich am Thema vorbei. Du kannst doch die Bühne nicht für kapitalistische Kackscheisse missbrauchen.
Oh, Flavia, dir hau jetzt dann dein verschissene Grinsen aus der Fratze. Da hast du dein Cocktail und jetzt gib Ruhe. Oh, der dort hinten mit dem grünen Liebli winkt mir. Oh, jetzt verschwindet er gerade hinter dem WC-Häusli. Dem gehe ich doch gerade schnell nach. Oh, Entschuldigung, ganz schnell. Ich muss da kurz durch. Sorry. So, du bist also das Gespädli vom Rüebli-Scheller-Lücki. Eww, ciao, Kaspu. Schau jetzt, hier im Koffer ist der Klötter. Sie alles hungert er. Super, ich zähl's dann daheim. Und wenn etwas fehlt, dann schneide ich dir aber so Läppli ab. Aua, da ist der Gang alles drin. Also, Monsieur, schau jetzt da. 4 Kilo sauberes Gras. Das habe ich gerade heute Morgen gemäht. Nein, nein, du. Und Sporttasche, die schenkt dir gratis dazu. Sieht immer aus, als ob alles hier ist. Merci vielmal. Schon recht. Also, ich muss. Und dir eine schöne Fete. Ah, herrlich, wenn man in einem Schnurz so viel Köln mit gestrecktem Gras kann verdienen. Oh, hätte ich fast umgekannt, Kasper. Ja, aber sag mir, wenn ich mich täusche, habe ich da etwa Gras gehört? Oh, 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 oh. Ja, also Gras jetzt mehr wegen, also, Also komm, raus mit dem Spruch. Du verheimlichst mir doch etwas. Bist ja ganz bleich um die Nase. Ja, also ich habe alle Grund zum bleich sein, Herr Wachmeister. Ich habe sie gerade gesucht. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich habe den Drogendealer gefunden. Was? Bist du wirklich sicher, Kasper? Ja, aber sicher schon. Er ist da hinter dem WC-Häuschen. Der im grünen Liebli mit der Sporttasche. Da gehe ich aber sofort schauen. Die Waffe ist geladen, der Gürtel ist angeschnallt. Hey! Hände hoch, du Halunk! Ey, was weiter? Eine Bewegung und ich schüsse den Kopf am Hals. Ich habe gar nicht verbrochen. Ja, wer es glaubt du? Dann zeig doch gerade mal, was in deiner Tasche drin ist. Ah, das mache ich gerade selber. Potztausig. Du hast recht, Kasper. Alles volle Marihuana. Nein, hilf ja! Ich bin reingelegt worden. Der Kasper hat mir das gerade vor 2 Minuten in die Hände gedrückt. Der Kasper? Herrlich. So, ab mit dir, Bürstli. In deinem Leben wirst du kein Sonnenlicht mehr sehen. Also, danke nochmal vielmal für deine Arbeit, Kasper. Jetzt können wir endlich aufhören mit diesen Kontrollen. Was? Keine Kontrolle mehr? Der Polizeistaat ist zerschlagen! Dank am Kasper! Hoch, lebt der Kasperli! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! So haben wir es doch gern. Die bösen Hagel sind hinter Gitter und ich, der Kasperli, Enkel vom Ludwig III., rett wieder mal die ganze Stadt. So macht's Freude. Kespi, pronto. Hallo Kasperli. Ich freue mich auf dich. Deine Tage sind actually zählt. Füdlifinger Franz, bist es du? Seit wann habt denn ihr im Knast das Telefon? Oh, 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 oh.